Hallo, meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es um die Liebe. Und zwar, was kommt jetzt in der Liebe? Was kommt jetzt in der Liebe auf dich zu? Ich schaue für dich in die Tarotkarten. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Bedenke, es ist eine allgemeine Legung und es kann hier und da mal Abweichungen geben. Du wirst vielleicht auch nicht mit allem in Resonanz gehen können. Und ich fange jetzt einfach mal an, die Karten für dich zu mischen. Erstmal hinter der Kamera, weil ich habe da vorne zu wenig Platz. Was kommt in der Liebe auf dich zu? Erstmal die vier Karten. Ich schaue einfach mal, was so in der Liebe bei dir los sein wird. Jetzt. Ich habe hier den Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe, das ist natürlich eine sehr gute Karte. Sie deutet darauf hin, dass sich in der Liebe etwas tun wird. Ja? Ich habe hier starke Bewegungen in deinem Liebesbereich. Und zwar habe ich hier sehr viel Leidenschaft, sehr viel auch Freude und Schnelligkeit. Schnelle Bewegungen, schnelle Ereignisse. Es könnte alles auf einmal auf dich zukommen. Ja, also wunder dich nicht, wenn dich etwas sozusagen überrollen wird. Ja, weil das kommt auf dich zu sehr schnell, plötzlich und auf einmal mit dem Ritter der Stäbe. Das ist eine sehr starke Energie. Und sie verspricht auch sehr, sehr viel Leidenschaft in dein Liebesleben zu bringen. Wenn da zum Beispiel momentan sich nichts tut, dann wird sich jetzt aber etwas tun, sagt diese Karte. Und ich habe das hier so, dass das wirklich hier schon ziemlich plötzlich und überraschend auf dich zukommen wird, ja, in der Liebe wird sich etwas sehr schnell ereignen mit dem Ritter der Stäbe. Das Ass der Münzen, also eine Chance, eine solide, vernünftige Chance wird sichtbar werden für dich in Sachen Liebe. Und diese Chance wird hier ziemlich plötzlich auf einmal auftauchen. Diese Chance, da kannst du dem Ganzen vertrauen. Ja, ich habe das hier nicht so, dass zum Beispiel, wenn du ein Gegenüber hast, dass dieses Gegenüber direkt auf dich zukommen wird. Es ist eher so, aus der Situation heraus wird sich eine Chance dir bieten, in Bezug auf die Liebe zum Beispiel mehr Festigkeit zu haben. Oder das Ganze wird ernster. Oder du wirst hier auch, so kann sein, dass du sogar was bekommen wirst, ja, in Sachen Liebe. In diesem Liebesbereich wirst du sogar vielleicht etwas erhalten. Aber ich habe das hier nicht so, dass es direkt von deinem Gegenüber kommen wird. Kann unter Umständen, also um die Ecke herum, von deinem Gegenüber kommen, wenn du ein Gegenüber hast. Aber ich habe das eher so, dass das sich einfach zeigen wird und so, hier bin ich, ich bin die Chance, willst du mich oder nicht? So nach dem Motto wird das hier ablaufen. Das Ass der Münzen, normalerweise ist es hier so ein bisschen gediegen, ja, langsam, vernünftig, bodenständig, man verliert die Bodenhaftung nicht, aber mit dem Ritter der Stäbe könntest du hier so ein bisschen die Bodenhaftung wegen diesem Angebot verlieren, aber auf eine gute Art und Weise, ja. Ich habe hier auch für einige von euch einen Übergang.
Eine Möglichkeit, einen Übergang zu schaffen von der einen Situation in die andere Situation, in eine bessere Situation in Sachen Liebe mit deinem Gegenüber oder vielleicht bist du alleine, ja, du bist vielleicht Single, dann habe ich hier für dich, du könntest in Sachen Liebe eine Chance bekommen und das ist hier eine Chance, die auch Glück verspricht. Das ist hier nicht einfach nur so, sondern da steckt auch was dahinter. Da könntest du sogar so eine kleine leichte Überraschung erleben, obwohl normalerweise das Ass der Münzen ohne Überraschungen abläuft, aber mit dem Ritter daneben könnte es so ein bisschen so ein überraschender Moment könnte sogar dabei sein bei dieser Chance. Und du kannst auch etwas Neues entdecken, mehr haben in Bezug auf die Liebe. Und das wird jetzt auf dich zukommen, dieses Mehr. Du könntest sozusagen eine bestimmte Grenze, Schranke oder so eine Linie in seiner Liebe einfach übertreten, darüber hinausgehen, darüber hinaus gelangen, über das, was momentan da ist in Sachen Liebe. Da wird diese Chance kommen. Ja, das soll ich dir hier sagen. Und da ist auch, hier mit dem Ritter, ist da sehr viel Leidenschaft dabei. Aber es ist ernst gemeint. Es ist hier nicht sowas, dass man dich irgendwie, dass du dem Ganzen nicht vertrauen kannst. Ja, sondern das Vertrauen liegt hier. Du kannst dich darauf einlassen. Das bietet dir auch Sicherheit oder es ist eine sichere Sache. Sowas könnte man hier auch sehen. Und dann habe ich hier die Kraft für dich und die Kraft verspricht sehr viel Energie und auch sehr viel Kraft in Bezug auf die Liebe. Entweder ist es hier so, dass du viel Kraft aufwenden musst, ja, oder könntest in Bezug auf die Liebe, oder du wirst sehr viel Kraft zur Verfügung haben, um dann diese Kraft in die Liebe reinzustecken. So könnte man das hier sehen. Und ich habe hier auch ein bisschen Dramatik. Ja, ich habe hier so ein bisschen Drama könnte entstehen. Oder auf der anderen Seite sehr starke Leidenschaften. Muss nicht unbedingt Drama sein. Es kann auch sehr stark leidenschaftlich werden in Sachen Liebe. Der Ritter kündigte es hier schon an und die Kraft verstärkt das Ganze noch. Ja, die Ereignisse könnten aufeinander folgen oder viel auf einmal, ja. Und aber du wirst die Kraft haben, um mit dem Ganzen umzugehen und zwar auf die richtige Art und Weise. Du hebst nicht ab, du bleibst trotzdem irgendwie hier mit den Füßen auf dem Boden und es wird dir nicht in Sachen Liebe irgendwie die Grundlage entzogen werden, sondern du bekommst irgendwie noch mehr Verstärkung da. Ja, also ich habe hier eine Chance für einige von euch auf eine feste Partnerschaft, die anfänglich sehr leidenschaftlich sein wird. Du könntest jemanden neuen kennenlernen, es könnte aber auch hier eine Chance in Bezug auf die alte Liebe sein. Ja, auf die ganze Geschichte mit deinem jetzigen Gegenüber, da kommt so ein bisschen Bewegung rein, Stärke, Kraft, Dramatik, Interesse auch. Ich habe hier ein starkes Interesse an dir, an der Liebe. Und ich habe dieses Interesse also von dir in Bezug auf die Liebe, aber auch von der anderen Seite, je nachdem wer da ist auf der anderen Seite, habe ich da starkes Interesse in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf dich. Ja, so wollte ich das hier sagen. Und das wird so, ich sehe das hier so in Bezug auf die Liebe, das wird so strahlend sein. Ja, irgendwie kommt hier sowas durch, als würde das Ganze so in so ein schönem Licht getaucht werden. Die ganze Geschichte in der Liebe. Und ich habe hier die 3 der Stäbe. Also, falls du auf irgendetwas oder irgendjemanden warten solltest in Bezug auf die Liebe, ja, dann habe ich hier für dich, dass das jetzt auf dich zukommen wird. Ja, die Wartezeit ist sozusagen vorüber. Es erscheint am Horizont, es wird komplett zu dir kommen oder auf der halben Strecke befindet sich das schon. Ja? Je nachdem, es ist eine allgemeine Legung und deswegen gibt es hier so Abstufungen. Also
Jetzt wirst du sehen, dass in Sachen Liebe die Sache unterwegs zu dir ist oder schon bei dir angekommen ist oder wird einfach bei dir ankommen. Die ganze Geschichte, vielleicht wartest du auf jemanden, vielleicht wartest du auf dein Gegenüber und dein Gegenüber befindet sich schon direkt auf dem Weg zu dir. Und wird bei dir auch ankommen, sagt die Karte. Du wartest nicht umsonst. Du hast die Hoffnung und die Hoffnung hat dir auch die nötige vielleicht Geduld gegeben, war dir eine Stütze und diese Hoffnung wird jetzt Realität, Tatsache werden. So habe ich das hier. Und zwar ziemlich schnell und plötzlich auf einmal hier. Ja? Die Hoffnung wird zur Realität. Plötzlich, schnell, auf einmal, mit sehr viel Kraft, es könnte sogar so wuchtig werden, weißt du? Das könnte dich sogar so ein bisschen überwältigen. Ja, das könnte hier so überwältigend sein für dich. Aber ich schaue noch weiter in die Karten. Was kommt jetzt auf dich zu in Bezug auf die Liebe? Die 10 der Schwerter und die 10 der Kelche. Ich habe das hier so. Es ist jetzt Schluss mit diesem komischen Gehabe. Das zeigen mir die Karten. Das kommt bei mir hier rein, wenn ich die Karten betrachte. Ja, wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung und das muss nicht mit jedem übereinstimmen, aber ich habe das hier im Kartenbild so, dass aus den 10 der Schwerter werden die 10 der Kelche. Kann sein, dass momentan bei euch beiden gar nichts mehr läuft. Kann sein, dass in der Liebe bei dir nichts läuft, dass du Single bist und niemand da ist. Und ich habe hier für dich einen krassen Wechsel von den 10 der Schwerter zu den 10 der Kelche. Das ist hier ziemlich extrem, deswegen so wuchtig und überraschend und könnte dich sogar umhauen. Ja, sowas in der Art habe ich ja oben ja gesagt. Und dass diese Chance kommt, weil das jetzt ein Ende haben soll mit diesem Nichtslossein in Bezug auf die Liebe. Ja, da wird endlich ein Schlussstrich gezogen werden. Vielleicht setzt du auch einen Schlussstrich unter deine Vergangenheit in Bezug auf die Liebe. Und dann habe ich hier für dich die 10 der Kelche. Und die 10 der Kelche, das ist, ich habe hier von 0 auf 100 Liebe, Zuneigung. Kann sein, dass dein Gegenüber zum Beispiel aus dem Rückzug auf einmal plötzlich hier auf dich zukommt, aus dem Rückzug, kann auch ein Ex sein, ja. Ich habe hier ein Ende, etwas endete und aus diesem Ende wird nicht nur ein Neuanfang, sondern aus dem Ende wird alles wieder. Also es entsteht komplett und ist da. Sind hier keine kleinen Schritte, die gemacht werden, sondern auf einmal ist das ganze Gebilde da. Die ganze Situation ist auf einmal vollständig, vollkommen und glücklich. So habe ich das hier. Also 10 der Schwerter werden zu den 10 der Kelche. Das ist das Liebesglück, das ist das familiäre Glück, das ist das Liebesglück mit deinem Gegenüber in dieser ganzen Situation. Hier wird auch ein Wunsch wahr. Ja, mit den 10 der Kelche. Also ich habe das hier von 0 auf 100 aus dem Nichts, wird auf einmal ein Wunsch da. Kann sein, dass du still und heimlich gehofft hast, dass du diese Hoffnung innen drin nie aufgegeben hast. Und das kommt jetzt, das sagen die Karten nochmal hier. Und wie gesagt, das kann ein Ex sein. Ich habe hier nämlich ein Ende. Ein Schlussstrich wurde gezogen. Es kann auch jemand sein, der sich im Rückzug befindet und du hast von dieser Person schon lange gar nichts mehr gehört, kein Lebenszeichen. Vielleicht hast du dich aber auch irgendwie zurückgezogen, hast gesagt, so bis hierhin und nicht weiter, nicht mit mir. Und auf einmal, das wird mit einem Mal, wird sich die ganze Situation für dich total verändern.
Und zwar gehst du direkt in das Liebesglück rein. Mit dieser Chance gehst du direkt in das Liebesglück rein. Deswegen hier diese Kraft und der Ritter der Stäbe, diese Leidenschaft, diese Schnelligkeit, dieses plötzliche, abrupte. Ja, von 0 auf 100 kann ich nur wiederholen, habe ich das hier so. Also es ist irgendwie komplett tot, sozusagen Stille, es passiert gar nichts. Entweder wurde das hier absichtlich von dir gemacht oder es ist einfach so, ja. Und dann auf einmal gehst du hier total in das Liebesglück rein und in die Liebeserfüllung, in die Erfüllung des Wunsches in Bezug auf die Liebe. Und ich habe hier den totalen Genuss, die totale Freude, sich fallen lassen. Das glückliche Paar sein, ja. Wenn du Single bist, könnte jetzt sein, dass du jemanden kennenlernst und du wirst dich sofort in diese Person verlieben. Diese Person wird sich sofort in dich verlieben, weil ich habe sofort die Liebe hier drin. Das ist nicht so erstmal verliebt sein, erstmal gucken, erstmal mögen, erstmal Freundschaft. Nein, ich habe hier sofort Liebe. Sofort, ja. Die Liebe ist sofort da. Also es könnte sofort sich jemand in dich verlieben hier. Es wird sich jemand hier in dich verlieben. Vielleicht ist es auch dein Ex, ja, der sich in dich neu verlieben wird. Kann auch jemand sein, der sich zurückgezogen hat, weil er gedacht hat, die Gefühle sind nicht mehr da. Und dann, zack, die Gefühle sind trotzdem da. Sie sind auf einmal da. Sie sind in voller Stärke und Ausprägung da. Kann sein, dass man hier das Ganze unterdrückt hat oder absichtlich, obwohl die Gefühle da waren, hat man das absichtlich gecuttet, ja, abgeschnitten. Und es ging aber nicht. Es ging nur eine Weile gut und jetzt sind die Gefühle wieder da, komplett, ja. Aber ich möchte hier noch eine Karte haben in Bezug auf diese ganze Sache hier, auf diese Liebe. Eine Karte wollte ich haben. Dann mache ich das hier so. Und dann habe ich hier das Ass der Stäbe. Ja, beim Ass der Münzen. Dann habe ich hier die Königin der Stäbe, noch mehr Leidenschaft, noch plötzlich, noch energetischer geladen. Also die Königin der Stäbe, das ist eine feurige, stolze Königin, die ihre Ziele erreicht. Ja, habe ich bei der Kraft, das könntest zum Beispiel du sein. Ja, du wirst sehr kraftvoll in die Liebe gehen, diesen Neuanfang hier, der irgendwie. Oder in diesen Anfang hier, der kein Anfang ist, sondern du springst sozusagen mitten rein, ja? Du bist dann mittendrin auf einmal. Dann habe ich hier das Gericht, ja, die Auferstehung, das Erwachen und die 5 der Schwerter. Ja, aus diesem. Ja, 5 der Schwerter. Das ist hier aus deiner Situation nichts Halbes und nichts Ganzes, nicht so richtig zufrieden sein, nur irgendwie so ein bisschen erhalten haben, aber das ist nicht genug. Aus diesem in Bezug auf die Liebe, aus diesem nicht genug. Ja, es ist okay, vielleicht Single-Dasein ist okay, aber es ist halt nicht das Wahre. Oder diese Verbindung mit deinem Gegenüber. Ist okay, aber ist nicht das Wahre. Ja, du hast dich vielleicht damit abgefunden, dass sich dein Gegenüber von dir getrennt hat, dass er oder sie sich jetzt im Rückzug befindet. Du hast dich vielleicht damit hier irgendwo so arrangiert abgefunden damit. Aber ich kann dir sagen, hier kommt jetzt ein krasser Wechsel, eine krasse Veränderung rein, ein krasser Neubeginn. Aber das ist kein Neubeginn, sondern du bist mittendrin. Also das ist sofort alles da. Das ist nicht erstmal sich über 5 Monate kennenlernen, sondern das ist, wir kennen uns. Ja, das ist irgendwie so, sehe ich das hier. Wir kennen uns und wir machen sofort Nägel mit Köpfen. Und das Ganze, deswegen, vielleicht ist es eine vergangene Geschichte, weil ich habe hier das Gericht und wir erschaffen das Ganze neu. Wir bauen das Ganze neu auf.
Das ist hier die Auferstehung und deswegen könnte es auch etwas sein, was schon verschüttet war und jetzt bricht es wieder auf. Diese Kruste, die da darüber sich gebildet hat, über die ganze Liebesgeschichte, wird aufgebrochen. Ja, und man ist wieder frei und man ist wieder voller Ideen, Gefühle, Ziele und alles beginnt. Alles beginnt und alles ist sofort für dich da in Bezug auf die Liebe. Wow, eine ganz, ganz starke Legung hier. Ja, und deswegen, das kann ein Ex sein, das kann eine Geschichte mit einem Ex sein, wo diese Kruste drauf ist, dieses Schluss machen und dann bricht das Ganze auf. Ja, und ihr seid wieder zusammen oder ihr habt wieder regen Kontakt miteinander oder vielleicht jemand aus dem Rückzug kommt auf dich zu. Kann auch eine neue Geschichte sein, sowas sehe ich auch hier. Und ja, das wird sehr spannend sein. Ass der Stäbe, das sind die Funken. Die Funken werden sprühen, das Feuer wird lodern, die Königin der Stäbe, das Ziel wird sofort erreicht werden. Ich habe sofort, also das ist nicht so, dass das so langsam gemächlich wachsen wird. Nein, es ist alles sofort. Deswegen könnte dich das ein bisschen überfordern, ja. Aber ich habe das hier mit den Fünf der Schwerter, das war bis jetzt so nicht das Wahre. Und jetzt kommt die Möglichkeit, die beiden Chancen hier kommen, dass das Ganze wahr wird, dass das endlich das Wahre ist in Bezug auf die Liebe mit den 10 der Kelche. Das ist das Liebesglück, das ist das Liebespaar, das ist die erfüllende Liebe, das ist eine starke Liebe. Wir gehören zusammen, wir bilden eine Einheit. Ja, und ich habe das hier irgendwie ziemlich schnell und alles auf einmal und sofort. Also du wirst nicht lange warten müssen. Die Wartezeit ist hier vorbei mit der Kraft und hier mit den 3 der Stäbe. Es wird jetzt alles für dich da sein. Alles wird für dich bereitgestellt werden, jetzt sofort. Auf einmal, ja. Also sei gewarnt, in Anführungsstrichen, weil das ist natürlich schön. Das ist sehr, sehr schön hier. Ja, ich bin am Ende dieser Legung und wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, du kannst ein Like geben, du kannst mir auch einen Kommentar schreiben. An dieser Stelle möchte ich mich für all eure Kommentare ganz, ganz herzlich bedanken. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit, vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.